Ist, was Dresden braucht, ist ein Durchbruch, etwas, was über den Makerspace hinaus Wellen schlägt. Also die Idee des MetaFab-Projekts ist es ja sozusagen aus der Ecke der Freaks, der Nerds, der Kreativen, die alle sozusagen geile Sachen machen, ohne Frage, ein bisschen rauszukommen. Es sind großartige Dinge entstanden. Besonders freut mich, dass auch die Slup zurzeit überlegt, wie man das nicht nachhaltig weiterführen könnte. Unsere Einschätzung zur Zusammenarbeit in den letzten Wochen ist durchaus positiv, was es uns ermöglicht, auch dauerhaft hier in der Bibliothek ein Makerspace einrichten zu können. Die dritte Gruppe der Studenten bei der Summer School, die hat sich nicht so ein grobes Thema vorgegeben, sondern hat einfach mal versucht rumzuexperimentieren und haben sich dann irgendwann dem Thema gewidmet, dem Lautsprecher, und haben seit diesen Noodlebox-Speaker entwickelt, der einfach so eine Box darstellt, wo ich hinten einen Magneten dran mache, die elektrisch ansteuere, und schon habe ich meinen eigenen Taschenlautsprecher einfach aus Papier oder Pappe gelasert. Und als zweites, was noch rausgekommen ist, das war so eine schöne Wand. Und dann faltet sie sich zusammen und bildet eine Wand, die einfach Schall direkt reflektiert. Die faltet sich auf und dann einfach den Effekt hat, dass sie Schall schluckt. Ja, und absolut erstaunliche Ergebnisse und absolut kein Plastik-Trash. Wir sehen hier diese gewachsenen, baumähnlichen Strukturen. Das ist das Thema der Evolution, was dieses Projekt bearbeitet hat. Und das handelt sich im Wesentlichen um generative Entwurfsmethoden, wenn der Gestalter Algorithmen schreibt, die dann die Form letztendlich erzeugen. Da gibt es Varianz, Selektion, Mutation. Also das ist so ein bisschen ein algorithmisches Entwerfen. Und du kannst es halt als Benutzer selber steuern, wohin das sich sozusagen evolutioniert. Das Ganze ist auch ziemlich intelligent, also die Evolution, die funktioniert ja ähnlich, die passt sich halt irgendwann optimal an. Also man beherrscht damit ziemlich komplexe Entwurfsaufgaben mittlerweile schon relativ gut. Ja, ich bin sehr zufrieden mit unserem Experiment. Wir haben ja hier 8 Wochen einfach mal miteinander gearbeitet aus verschiedenen Richtungen. Freie Szene, Makerspace-Szene, TU-Professoren und die Slup, um zu sehen, wie Bibliothek in einigen Jahren aussehen kann. Nämlich gerade in dem Bereich nicht textueller Wissensorganisation, Wissensaufbau. Und was wir in 8 Wochen hier schon geschafft haben, ist phänomenal. Und wir haben richtig Lust, weiterzumachen, das auch zu verstetigen und die Talente der Slup da einzubringen. Makerspace in der Slup mit FabLab Dresden. Interessantes Experiment. Viele Studenten, viele neue Leute. Es hätten noch mehr sein können. Wir müssen an unserem Marketing noch etwas arbeiten, aber da helft ihr uns ja gerade. Und ansonsten brauchen wir größere Maschinen und mehr Platz, weil Leute immer fragen, ob wir denn nicht noch Metall drucken könnten oder schneiden oder sonst was machen könnten. Und von daher müssen wir mal gucken, wo wir das noch hintreiben können. Makerspace sicherlich erfolgreich, weil erster Versuch, die vielen kleinen kreativen Energien, die in der Stadt vorhanden sind, zusammenzuführen, um einen größeren kreativen Muskel auszubilden. Begrenzt erfolgreich vielleicht nur deshalb, weil hier jetzt keine große Kanone entstanden ist. Was Dresden braucht, ist etwas, was tatsächlich auch ein Zeichen gibt, dass hier etwas entsteht, was die Welt bewegt. Ein Makerspace ist da mit Sicherheit ein sehr, sehr geeignetes Instrument dafür. Wie das passiert, weiß niemand. Man kann aber die Bedingungen dafür vorbereiten. Und das sollten wir hier unbedingt im Auge behalten. Hallo, ich bin Sebastian von der Ideenfabrik. Wir haben heute vorgestellt unsere Vision für Dresden. Wir möchten die Kreativen in dieser Stadt zusammenbringen und das Raumproblem lösen. Denn das ist das, was uns alle irgendwie vereint. Wir suchen nach einem Ort, wo wir uns entfalten können, wo wir unsere Ideen vorbringen können. Und die Abschlussveranstaltung des FabLabs heute war der Anlass, sozusagen alle zu verknüpfen. Und deswegen bitten wir um eure Unterstützung, um eure Ideen, um euer Power, um euer vielleicht auch Geld, wenn ihr das übrig habt, um gemeinsam in Dresden sowas realisieren zu können.